Da ist eine Schnapsbrennerei einfach mal explodiert und niemand hat mir was gesagt. Matze, bei dir ist eine Schnapsbrennerei explodiert. Danke, Kevin. Ich wünschte wirklich, es gäbe mehr wie dich. Ja, ich weiß. Komm, ich schieb euch mal rüber zu Kevin. Da waren wir lange nicht. Ich baue jetzt hier eh nur ein paar Plantagen. Ich warte. In einem Wartemodus. Worauf wartest du denn? Dass das Schiff hier ankommt, ich die Ziegelsteine ausladen kann und dann kann ich so es geschehe hier noch ein paar Vorsicht, Hefe. Mach dir. Baumschulen beziehungsweise ein paar Chemiefabriken hinbauen. Ponchos gehen zurück und deswegen ziehen die raus, oder was? Ach, solche Lumpen, Alter. Wir haben keine Ponchos. Wieso nicht? Er hatte doch vorhin auch genügend. Alpaka-Wolle fehlt. Mann, ich brauch das aber. Ich brauch den Platz für andere Sachen. Keine Zeit hier irgendwie, die Dings zu fixen. Die sollen sich selber fixen. Ja, das ist genau das Problem, was ich ja vorhin auch hatte, ne? Zu wenige Arbeitskräfte haben und dann halt aber eigentlich mehr produzieren müssen, um die Arbeitskraft zu kompensieren. Das ist. Wie man es halt schon sagt, es kann halt nicht sein, dass auf einmal die Arbeitskräfte fehlen. Die können ja nie weg despawnen. Also, das hat die letzten 3 Stunden auch funktioniert. Also, wahrscheinlich habe ich irgendwas übersehen. Es kann höchstens sein, dass es halt 3 Stunden lang abgenommen hat, immer weniger wurde. Ja, I guess. Und dann erst sozusagen auf Null gegangen ist und dann ziehen sie ja aus. Ne? Dann kann es auch schnell gehen. I guess that's the answer, aber. Also das würde zumindest erklären, wieso es halt schnell runtergeht, aber nicht wieso es dann manchmal schnell wieder hochgeht. Oh, guck mal! Na, guck mal! Also, das seht ihr jetzt gerade nicht, weil ihr seid ja bei Kevin drauf, aber wartet mal! Na, guck mal, warte mal! Was ist denn jetzt los? Da ist eine Schnapsbrennerei einfach mal explodiert und niemand hat mir was gesagt. Einfach komplett im Äumel. Matze, bei dir ist eine Schnapsbrennerei explodiert. Danke, Kevin. Ich wünschte wirklich, es gäbe mehr wie dich. Ja, ich weiß. Einfach Menschen, die mir Bescheid geben, wenn was ist. Ja. So, uiuiuiuiui, hier ist ja auch bald ein Schnapsproblem. Ach, wieso flattert mir eigentlich alles um die Ohren, was? Achso, nee, warte mal, das Schnapsproblem könnte auch einfach daher kommen, dass die Schnapsbrennerei halt explodiert ist. Ich könnte natürlich übrigens einfach ein bisschen was von meiner Arbeiterarbeitskraft absteigen lassen, um meine Bauernarbeitskraft zu fixen. Natürlich könnte ich das tun. Will ich auch nicht. That being said, schau mal nach Enbesa, ob da immer noch alles rund läuft. Okay, Sangha-Kühe werden weniger und Salz auch. Das ist aber okay, weil das wird ja zu Trockenfleisch verarbeitet, genauso wie das Leben sein sollte. Und Hibiskus-Tee steigt. Was war vorhin noch? Alle Milch. Ach, Milch ist schon längst voll. Geil! Kevin Enbesa ist wieder Leben im Überfluss. Ist gefixt, sagst du? Ja. Ah, geil. Das Indigo-Plateau ist auch wieder am Chillen. Dann könnte ich sogar noch mal überlegen, ob ich den Kollegen hier, die haben ja offensichtlich auch Holz im Überfluss, dann könnte ich denen doch auch einfach für ihre Lebensqualität ein bisschen Kunsthandwerk freigeben. Wieso gibt's denn hier, wieso ist denn hier schon wieder was kaputt? Ich verstehe es nicht. Hier ist die ganze Zeit irgendwas kaputt. Schlimm, ey. Sieht aus wie Zeitz nach der Wende. Hey, meine Touristen sind immer noch 1200 im Minus, aber es ist besser als die 1500 von vorhin. Das ist, Und selbst ohne meine Touristen habe ich noch eine gute Bilanz, also. Schiff unter Beschuss. Oh, kommt Anne schon wieder? Jo, die kommt schon wieder. So, pass mal auf, die kommt jetzt, fast komplett aus Süden. Ich glaube, das ist nicht die Stelle, wo sie das letzte Mal aufgetaucht ist. Nee, da kam sie aus Osten. Dachte ich mir nämlich auch, weil da ist sie ja an meiner Hauptinsel vorbeigefahren. Schade, dann können wir keine Flotte da aufstellen. Aber wir können ja einfach mal die Datenpunkte aufnehmen. Vielleicht gibt es ja nur ein paar vereinzelte Stellen, wo sie auftaucht. Dann decken wir die eben ab. Wenn es natürlich wirklich komplett random ist, wird es schwierig. Dann müssten wir einmal komplett die Map flankieren. Aber
Das sieht zumindest auch so aus, als könnte sie nicht sehr viel Schaden anrichten. Sie geht jetzt noch an Braufeld vorbei und dann ist sie schon bei dir. Aber da können wir uns gleich wieder ein schönes Seegefecht anschauen. Ja. So, der Schnaps steigt, liebe Freunde. Lassen Sie hochleben. Dankeschön. Die Wurst sinkt angeblich schon wieder, aber das glaube ich nicht. Brot steigt, Konserven steigen, Brillen eigentlich auch ganz gut. Hochräder steigen, das finde ich persönlich sehr gut. Okay, also ich sehe jetzt hier nichts akut Problematisches in Workers Refuge zumindest. Das heißt, oh, besseres Echolot kaufen kann ich von meiner To-Do-Liste streichen. Yay! Fahrgestelle für Dampfwagen, die könnte ich tatsächlich nochmal checken, wenn ich einmal da bin. So, wie viel haben wir denn Fahrgestelle? Null. Könnte ein bisschen mehr sein, für meinen Geschmack. So, da brauchen wir Holz. Und Kautschuk dafür. Das haben wir ja eigentlich beides, oder? Nö, haben wir nicht. Der Kautschuk fehlt. Wir haben auch keine Dampfwagen. Naja gut, it is what it is. Ich könnte jetzt natürlich... Ich schreibe mal auf, dass ich Kautschuk brauche. Aber das ist jetzt eher weiter unten auf meiner Liste. Macht eigentlich der Teil deiner Flotte da bei Jacksonville? Ist das hier so ein Frühwarnsystem für End, ja, was hier aus Osten kommt? Abfangen. Naja. Ich weiß halt nicht, ob es sinnvoll ist, die einfach mal wieder ankommen zu lassen. Weißt du, wieso sollte das sinnvoll sein? Naja, weil die ja vielleicht gar nicht so kacke zum Handeln ist, so wie der andere auch. So. Also vielleicht hat die ja sowas wie Bier oder Rum im Angebot, was man sich unter den Nagel reißen könnte. Werf die Idee einfach mal in den Raum. Was hältst du davon? Weil wir haben ja jetzt schon nicht sehr viele, also wir haben ja quasi nur die NPCs, die quasi auf den normalen Inseln sind, keine, die direkt siedeln. Ich sag mal so, wenn du sie gerne zum Handel hättest, kannst du sie gerne benutzen. Ich habe mit denen sowieso nie gehandelt. Tortillas sind rar geworden. Ich könnte Schokolade, Zigarren und Kaffee von Madame Kahina handeln. Wäre ja eigentlich auch nicht blöd, das zu tun, ne? So, was kostet mich denn ein... Nicht Vollkühlschiff, sondern ein normales... Normales, hier, Frachtschiff. Kostet mich wie viel Einfluss? 3. Das machen wir. Das ist der erste Einfluss, den ich heute ausgebe. Möchte ich nur mal betonen, ja? Der erste Einfluss, den ich ausgebe. Also wie viel denn? Der erste. Warte, in Worten 1. Ja. Warte, ich kann es dir auch noch verbildlichen. Gib mir eine Sekunde. Gebe ich dir. Auf jeden Fall, dass du dir nicht sicher bist, was ich meine. Ja. Na, hier. Das ist danke. Erste ja. Einfluss. Also, ne? Ja. Cool. Also nicht der zweite, nicht der dritte, der erste. Nee, warte. Ja. Hier? Ja, warte. Nicht der zweite, nicht der dritte. Nicht ganz der dritte, der erste. Okay, das ist der erste. Ja, gut. Gut, Fall, gut, dass wir es geklärt haben. Das ist nur ja. Unklar, war. Ja. Ich hoffe, es ist angekommen. Ja, ja, der erste war es jetzt, nicht der zweite und der dritte. Sehr schön. Archie Blake hat Taschenuhren, Nähmaschinen und Funuk. Weißt du, was ich mache? Naja, du wirst mir bestimmt gleich sagen. Ich habe Déjà-vu, aber ja. Ich mache jetzt einfach mal eine Handelsroute und sammle von den ganzen NPCs, die wir haben, die Sachen ein, die ich brauche. Zum Beispiel könnte ich mir auch Kohle aber vom... Aber wieso? Henna, weil es sinnvoll ist. Nein, ja. Da brauche ich aber auf jeden Fall mehr als ein Dampfschiff. So, ich möchte gerne erstmal zu
Worm Race Prison fahren. Dort kaufe ich Kohle. Kaufe ich noch was? Zement brauche ich eigentlich nicht. Zink. Zink und Kupfer. Das halte ich mir mal offen, ob ich das noch brauche. Dann fahre ich weiter nach High Clarence Hall und lade eigentlich alles davon. Taschenuhren. Ja, mal zweimal Phonographen. Ich glaube, das ist das, was wir haben. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir können ja mal so ein bisschen drüber schnagen, genau. Wie eigentlich noch so, ich glaube, wir haben es ab und zu schon mal angesprochen, wie noch so unser Plan ist. Also, ob wir anno 1800 wirklich bis zum Release von Pax Romana zocken oder ob wir sagen, nee, so lange haben wir nicht mehr oder wie eigentlich so unser Plan, so haben, was wir noch so konkret im Spiel vorhaben. Mhm. Ich glaube, das haben wir immer mal wieder angeschnitten, aber nicht so richtig nicht so richtig auf den Nenner gebracht. Was sagst denn du dazu? Was ist denn da dein Take? Also, ich sag mal so. Ich könnte es tatsächlich bis Pax Romana durchziehen. Ich hätte noch mehr als genug Baustellen. Stichwort Cap Trelawney, wo wirklich noch gar nichts passiert ist, was mich auch ein bisschen wurmt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe einfach bis jetzt keine Zeit dafür gehabt. Aber wenn du jetzt natürlich sagst, du bist anno 1800 mäßig auf der Zielgeraden, dann will ich dich da jetzt auch nicht mitschleifen. Naja, also ich sag mal so, ich hab, also mein Plan war ja definitiv noch in der neuen Welt die letzte, also das so zu machen, dass ich zumindest das Fundament bauen kann. Mhm. Weil ich hab, also ich für mich werde jetzt in der alten Welt nicht anfangen, gelehrte Touristen das alles auszubauen. Das ist wirklich zu viel. Mhm. Also zumindest ist es mir zu viel, weil wenn ich das gesehen habe, da muss ich nochmal komplett alles, glaube ich, oder kann ich nochmal gefühlt von vorne anfangen, so ungefähr. So viel ist es noch. Ist ja so, ist ja echt viel. Es so. Ist ein bisschen was zu tun, ja. Und das, deswegen war dieses Stadion immer so meins, was ich noch bauen wollte. Eigentlich wollte ich auch Schönbau machen in Manola, aber ja, habe ich auch schon eher ein bisschen beiseite getan. Kenne ich. Weil es auch nicht so sehr geht, wie ich mir es vorgestellt hatte, weil ich da gar nicht hinkomme, wo ich es hinbauen wollte. Aber that being said, baue ich halt gerade das Stadion. Deswegen hauptsächlich wollte ich das schon mal in den Raum geworfen haben. Willst du damit jetzt sagen, dass das heute der letzte Stream wird? Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich damit heute fertig werde. I guess. Sicherlich gesagt nicht. Aber nee, das glaube ich vielleicht nicht. Ich würde es, wie gesagt, einfach mal in den Raum werfen, so was wir so denken. Einfach. Also, ich glaube, wenn du die Frage im letzten Stream gestellt hättest, wäre meine Antwort anders ausgefallen als heute, weil im letzten Stream war der Struggle so groß, dass ich, sagen wir mal, einem Quit nicht abgeneigt war. Ich würde das aber auch nicht Quit nennen. Also, oh, ja, oder nem, nicht einem Quit, aber halt einem Finale. Heute sieht es halt wieder so aus, dass ich denke, jetzt hast du dich gerade wieder ein bisschen hochgearbeitet und kannst nach vorne blicken. Na, wie gesagt, es kommt doch an, was du noch für Ziele hast. Also mein sagst, Ziel, Mensch, Kevin, das würde ich eigentlich gerne noch machen. Mein Ziel wäre schon gewesen, dass ich tatsächlich in Crown Force zumindest, vielleicht nicht so was wie Workers Refuge aufbaue, aber zumindest vielleicht auch eine schöne Stadt hinbaue. Aber das erfordert halt, also das würde bedeuten, dass wenn du eher fertig bist, du dann halt wahrscheinlich nichts zu tun hättest oder dich doch in die neue, die alte Welt wieder zurückversetzt. Weiß ich jetzt nicht. Ne? Das wäre. Mhm. Also Weltherrschaft, ja, finde ich auch. Sollte eigentlich der Minimalanspruch sein, den wir haben. Finde ich, ja. Ist richtig. Alles darunter. Ne. Warum habe ich denn jetzt hier keinen? Also ja, wir sollten, ich denke, wir können zumindest festhalten, das wird heute nicht der letzte Stream sein. Fände ich auch schade, weil ich finde, unser klassischer nee. Weihnachtsstream, der ja dann der nächste wahrscheinlich wäre nach Zeitplan, das hatte schon immer schon was Schönes.
in den Zwischentagen einen schönen Anno-Stream. Das, ich finde, das ist nochmal was ganz anderes. Aber ich denke, wir sind an einem Punkt, wo wir das tatsächlich auch in Erwägung ziehen sollten. Die Frage ist halt auch, wann Pax Romana herauskommt, ne? Bis jetzt hält sich Ubisoft da relativ bedeckt. Es kann aber auch Schlag auf Schlag gehen, dass wir dann Anfang nächsten Jahres erste Gameplay-Sachen sehen und das dann im Herbst schon rauskommt. Ja, ja. Ne, und das klingt jetzt erstmal nach einer langen Zeit, aber wenn man es so überlegt, sind es bis nächsten Herbst vielleicht noch 2 oder 3 Streams. Also mal gucken. Ach guck, die arktische Krippe, da fühlt man sich doch gleich willkommen ohne Quest. Eine Entdeckungsaufgabe und dafür kriege ich eine versteckte Belohnung. Ach komm. Wir haben heute in der Arktis noch gar keine Quest gemacht. Auch wenn die Sonne nicht untergeht, vergeht die Zeit. Oh, ist ja übelst philosophisch, Mensch. Bestnoten. Oh, puh, okay, ja. Erwarte neuen Kurs. War ganz okay, die Belohnung, ne? Aber ging auch schnell. Was haben wir hier? Ich habe etwas für Sie. Ein Geschenk! Kevin, ich krieg was geschenkt! Ich dachte, Sie wissen es bestimmt zu schätzen. Was fürs Museum? Neues. Das nehme ich. Die Menschen lassen sie hochleben. Oh, Entropius hat ein Stadtfest. Ich werde jetzt zugeknüttelt mit Stadtfesten. Das ist ja. Wir brauchen mehr Draht. So nice. Eine Mumie fürs Museum. Dafür soll ich euch was liefern. Tran. Ich guck mal, ob ich's hab. Ich verspreche nichts. Walöl. Dann komm mal zurück, Tukanon. Dann nimm mal ein bisschen Walöl mit. Auf Kurs. Hab ich denn Walöl? Oh ja, mehr ist genug. Der Schnaps ist tatsächlich ein Problem hier oben in der Arktis. Es ist nicht mal unbedingt die Kohle. Die ist stabil jetzt in der Arktis, die Kohleversorgung. Was nicht stabil ist, ist die Schnapsversorgung. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dann muss ich aber einfach nur das Wort Kohle auf meinem Zettel durch Schnaps ersetzen. Und schon haut's wieder hin. Nicht, dass das jetzt viel lösen würde. Aber was? Ich soll das im Museum ausstellen, das Relikt? Im Schwebezustand. Ah, mach ich schon noch. Beruhig dich. Wir brauchen die 22 Tonnen. Ach komm, ich nehme einfach 50 mit. Manövriere. Ist doch. Ja, wo ist denn das Hauptquartier von Inu? Ach, hier. Ja. Kiwitö. Ist das Hauptquartier von den Inuit. Sand. So, wer kommt da? Da kommt Tukanon. Ich überlege halt gerade, wie ich die Schnapssituation hier in Eishüttenstadt verbessern kann. Weil ich habe ja eigentlich auch schon Schnapsrouten. Na gut, hier habe ich jetzt genügend Schnaps. Aber leider immer noch keine Kartoffeln. Das heißt, ich kann hier auch keinen Rum produzieren. Was ich hier eigentlich wollte. Also, Kevin, ich frage jetzt einfach mal ganz frei raus. Ja. Die Arktis ist für dich hundertprozentig abgehakt. Wenn du zu mir jetzt sagst, wir machen noch 10 Streams, dann sollte ich dir nochmal ins Auge fassen. Ansonsten ist er abgehakt, ja. Ja, das weiß ich halt nicht. Also, die Entscheidung kann ich gerade nicht final treffen. Das sind gute Zeichen. Flugroute ist eingezeichnet. Also 10 Streams wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, ich würde sagen, mach einfach. Ich glaube, bevor ich... Nee. Da würde ich wahrscheinlich doch nochmal in der alte Welt gehen, wenn dann... Das Ding ist halt, wenn wir in Harlow wieder hier ansiedeln lassen, und ich weiß, ich mache jetzt gerade einen kompletten Gedankensprung eine Stunde zurück, beziehungsweise für euch auf YouTube wahrscheinlich einen Gedankensprung 5 Folgen zurück. Wenn wir in Harlow wieder ansiedeln, dann müsstest du zumindest ein kleines bisschen reinhasseln, um mit ihr vielleicht nicht auf Kriegsfuß zu stehen, weil die ist ja quasi in deiner Nachbarschaft. Ist richtig, ja. Also wie gesagt, ich brauch sie nicht. Das wäre es wirklich nur du, der sie gerne haben möchte. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie gerne haben möchte. Ich würde gern vorher wissen, was sie verkauft und dann entscheiden, ob ich sie brauche oder nicht.
Naja, ich glaube, läuft das nicht. Nee. Ich könnte natürlich googeln, ne? Ja. Ist aber auch irgendwie so ein Low-Move. Aber brauchst du denn, also keine Ahnung, brauchst du unbedingt noch einen Handelspartner, oder? Es gibt so ein paar Sachen, die schon nicht schlecht sind zu haben.